Grüße. Mitternacht. In 10 Minuten, deswegen werde ich schnell noch ein bisschen News rausbringen. Biz Entertainment, die uns ja auch jetzt Durarara gebraucht haben, bringt auch House of Five Leaves hinaus. Jetzt zu uns. Plus Tatami Galaxy. Ich bringe die Listen noch unten in die Beschreibungsbox hier. Dann kannst du dir mal anschauen. Plus der letzte Ghibli-Film. Ich weiß, allerletzten Ghibli-Filme. Kagura Ashi. No, Arrietty. Also die Borga. Die Anime-Version davon kommt auch zu uns über Universum Anime. Sehr gut. Plus Anime Visual Yutokase hat sich den Eureka 7 Film lizenziert. Das ist immer gut. Dann schauen wir weiter zu den letzten Infos, die was ich noch von Animania habe. Ein Magazin, das ich wirklich sehr gern gelesen habe früher. Jetzt kommt es immer alle 2 Monate raus. Aber ist immer noch ein guter Lösestoff. Aber die Infos sind immer die frischesten sind. Aber hier, was das Internet kommt, ist immer recht interessant. Ponyo und Nausicaä bekommen ein HD-Release. Echt die Supi. Aber sonst, Detective Conan wissen schon alle. Final Fantasy 13.2. Ehrlich, noch was? Nee, das waren eigentlich die witzigsten Sachen, was momentan interessant wären. Jo. Jo. Ja. Das ist wichtig und gut so. Ich werde die wichtigsten Sachen auch wieder verlinken, nach unten, falls jemand das anschauen will. Sowohl die Sachen zu meiner Anime-List, als auch wohl hier zu... ich werde, glaube ich, diesmal einen Link zu... Na, Otaku Times. Ist eine recht anschaubare Website, muss ich sehr empfehlen. Aber was die Infos angeht. Sollte mir anmelden? Nee. Sollte ich mich anmelden? Könnte ein bisschen, aber hey, ihr Mensch braucht immer wieder ein paar Feinde mehr. das könnte gruselig werden. Naja, auf jeden Fall, das waren in den neuesten Nachrichten ein bisschen. Mehr oder weniger, nicht ganz so alt.